Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, es ist schon ewig lange her, dass ich eins gedreht habe. Es sind aber auch noch welche, die ich unbedingt hochladen muss. Aber heute gibt es ein neues, denn ich habe mir endlich ein Auto mit Anhängerkupplung gekauft und jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt geht's ans Hängertraining und da war ich eben und habe mir einen Hänger geliehen. Ich bin total aufgeregt. Es ist das erste Mal, dass ich auch selbst mit so einem großen Fernanhänger fahre. Ist auch mal was ganz anderes als ja, mit einem kleineren Hänger, wo man nur mal ein bisschen Split oder so fährt. Ja, ich bin gespannt, wie Joey das macht. Mal gucken, ob wir tatsächlich auch eine kleine Runde drehen können. Ziel für mich ist es aber, dass er einfach nur entspannt reingeht. Die Cora nehmen wir natürlich auch mit, weil das für sie auch eine gute Übung ist. Und ja, ich finde Hängertraining einfach super wichtig, da... Ja, wenn irgendwas mal ist und so, dass man ihn schnell verladen kann, in die Klinik fahren kann oder irgendwo anders hin. Und das finde ich super, super wichtig. Deswegen nehme ich das jetzt in Angriff und ich würde sagen, wir fahren los. So, also ziemlich anstrengend alles. Ich zeige euch jetzt gleich mal den Hänger. Rückwärts rangieren wird ein bisschen schwierig. Da, wo ich eigentlich hin wollte, da ist heute scheinbar... Jagdbetrieb und war auf jeden Fall alles voll, konnte ich nicht parken. Jetzt habe ich mich hier auf den Feldweg gestellt, weil ich gerne auf einem geraden Stück das Ganze üben wollte und ja, dementsprechend dann auch halt einfach einen geraden, guten Untergrund habe. Ich muss sagen, es ist wirklich schwierig. Ich gewöhne mich langsam dran, aber es ist schon mal eine andere Hausnummer. Das ist das gute Stück. Das zeige ich euch dann gleich von innen. Erstmal gehen wir jetzt die Ponys holen. Ich warte kurz auf die Tina, dass sie mich abholt und einmal da hinten hochfährt. Nehmen alles mit und dann bin ich gespannt, wie die Ponys das machen und ob wir tatsächlich eine Runde drehen können. Aber ich bin sehr stolz, dass ich hier rückwärts reinkam und jetzt hier stehe und das sogar relativ gerade. Ja. Holen wir mal die Ponys.
Soll ich dir die Tür aufmachen? Komm, wir gehen mal. Okay. Ja, prima. Guck mal. Ja, super. Ja, fein. Ja, es ist hier noch nichts, wenn ich mich dann runterbeuge und unter der Stange durch. Weißt du, das ist hier. Super. Das ist jetzt so mal spooky. Komm her. Super. Du kannst auch auf der anderen Seite gehen. Das entscheidest du jetzt. Super. Ganz cool. Ganz drin? Nee, noch ein Stück. Nee, ein Fuß fehlt noch. Ja, super. Dann müsste halt auch noch ein Stück vor, weil sonst kriegst du hinten die Stange gar nicht rein. Nicht umdrehen. Ich verknote das hier gerade alles. Joey, nicht rückwärts gehen. Jetzt. Super. Fein. Warte. Wir gehen wieder raus. Langsam. Langsam. Super.
vorher nie richtig vergessen. Wir können. Sagst du jetzt so einfach? Wie soll ich denn daneben hinkommen? Warte. Mal abbeißen. Nur abbeißen, bitte. Gut. Ja, fein. Toll. Prima. Oh, Finger. Nee, nicht alles. Gib das hier. Oma ruft mich an. Keine Zeit. Ja, fein. Sind beide drin? Ja. Prima. Ja, fein. Ganz toll. So, und schaffen wir jetzt auch wieder raus hier? Gehst du vor? So, es ist jetzt schon, oder es wird gleich richtig dunkel. Die Ponys sind wieder auf der Koppel, sind beide am Füttern, am Fressen. Und wir gucken jetzt noch schnell nach Wasser, aber muss sagen, oder wir können sagen, Fazit. Lief gut, war sehr gut. Cora ein Stück besser als Joey, damit haben wir beide nicht gerechnet. Aber lief sehr, sehr gut. Wir sind beide sehr stolz. Wir hatten sie zum Schluss beide im Hänger, hätten wahrscheinlich zumachen können. Aber wir wollen das langsam angehen, langsam dran gewöhnen. Vielleicht schaffen wir es ja morgen ein kleines Stück zu fahren. Aber unser Tagesziel haben wir auf jeden Fall erreicht. Definitiv. Ja, sind stolz auf unsere Ponys. Und dann würde ich sagen, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!